Liebe Freunde von Atreus, ein gutes neues Jahr. Ich wünsche Ihnen alle viel Erfolg, eine gute Zeit und vor allem viel Gesundheit. Das Jahr 2020 endete mit einem Lockdown und das neue Jahr startet mit einem Lockdown. Und wir alle können damit rechnen, dass dieser Lockdown uns vermutlich auch noch die nächsten Tage, die nächsten Wochen in unterschiedlicher Ausprägung begleiten wird. Aber ich bin überzeugt, dass die vielen Unternehmen und Unternehmer mit aller gebotener Vorsicht dafür sorgen werden, dass die Betriebe am Laufen bleiben, durcharbeiten können und dass die Lieferketten nicht reißen. Mit dem Blick auf den Maschinenbau gab es in 2020 ein Minus, aber das Minus fiel deutlich geringer aus, als man das vermuten wollte. 2021 wird bereits mit einer positiven Prognose gerechnet. Man rechnet mit einem Produktionszuwachs von ca. 4%. Welche Themen sind für uns relevant? Welche Themen sehen wir als besonders wichtig an in 2021? Ich glaube, wir stellen fest, dass es eine deutliche Entwicklung in Richtung Systemintegration geht, Systemintegratoren, Serviceanbieter, Systemanbieter. Und damit spielt natürlich das Thema Connectivity, das Thema Sensorik, Data Management, aber auch Analytics eine immer größere Rolle. Generell das Thema Digitalisierung, wenn nicht jetzt, wird sicherlich eine starke Bedeutung auch im Jahr 2021 einnehmen. Das bedeutet sicherlich auch für viele Unternehmen neue Skills, die erforderlich sind, aber insbesondere natürlich auch große transformatorische Anstrengungen, die auf jeden Einzelnen zukommen werden. Weitere Themen, die ich besonders beachtenswert finde, das Thema Cybersecurity. Ich sehe das tatsächlich auch in unserem Kundenumfeld in den letzten Wochen, in den letzten Monaten. Ich rufe da fast immer so eine Art Last und Final Wake-up Call auf. Wir sehen die Einschläge näher kommen. Ich glaube, da gilt es generell einfach eine größere Sorgfalt auf diese Themen zu richten, Awareness zu schaffen, aber auch entsprechende Konzepte umzusetzen, um solche Angriffe zu vermeiden. Und ein letztes, ich glaube, auch das wird uns dieses Jahr stark begleiten, das Thema Starhawk, die Möglichkeit, heute vorinsolvenzlich Instrumente in die Hand zu bekommen, mit denen man eben auch bereits im Vorfeld restrukturieren kann, präventive Maßnahmen ergreifen kann, um eben hier eine mögliche Insolvenz im Vorfeld vermeiden zu können. Ich glaube, das ist ein Thema, was sicherlich im Jahre 2021 von besonderer Bedeutung ist und sicherlich vielen Unternehmen gutes Instrumentarium in die Hände spielt, um darauf reagieren und entsprechend sich darauf einstellen zu können. Ja, vielleicht jetzt noch ein letztes Wort. Kommen Sie gut ins neue Jahr, das wünsche ich Ihnen. Bleiben Sie gesund, das steht im Vordergrund. Und ich freue mich natürlich auf weitere gute Zusammenarbeit, ich und meine Kollegen. Und natürlich auch viele spannende Projekte.